Willkommen zu Part 2 von Let's Play Total, was laber ich da? Ford Racing 2, Entschuldigung. Ich habe jetzt hier mal den Ton ein bisschen angepasst, wie ihr seht. Lautstärke und Rennmusik etwas runtergeschraubt, damit man die Effekte und die Sprache gut hören kann. So, was ich jetzt noch mache, ist, ich stelle auf alle, weil es gibt House, Rock und Funk und ich will mal alle drei hier aktiviert lassen, sonst lässt er sich speichern. Und wir machen nun weiter. Single Player. So. Ich muss natürlich noch experimentieren, wie es mit dem Sound läuft. Wenn es dann nicht besser wird, dann lasse ich einfach alles wieder auf Maximum. So. Also der Ton ist auf wie viel? 40, gut. So. Legenden auf Reden. Ja. Haben wir gestern hier alle Lerndeutsch, fast alle abgeschlossen. Die beiden hier natürlich nur auf Mittel, weil auf schwer ist das hier einfach unmöglich und das hier ist anspruchsvoll. Und ich will keine halbe Stunde an einem Wagen sitzen. So, das hier müssen wir noch freischalten. Deswegen geht's nun weiter mit den Movie Stars. Besser bekannt als Filmstars. Und wir fangen an mit dem Ford 1949 Cope. Ocean Drive ist die Strecke und der Typ Idee. Wieder Ideallinie, ne? Na gut, aber das ist ja einfach. Let's race. Let's race. I like this voice. In Ford Racing 3 ist es sogar so, wenn man die Sprache Stay auf. On the line. Music. Aha. Music. Geil. Ja. In Ford Racing 3 ist es sogar so, wenn ihr da die Sprache auf Deutsch habt, ist das eine männliche Stimme. Wenn ihr Sprache auf Englisch habt, dann ist es wieder die weibliche Stimme. Fuck this shit. Obwohl schwer ist eigentlich machbar hier. Ich darf nur so wenig Minus wie möglich haben. Aber Ideallinie ist alles in einem eigentlich relativ machbar. Du musst halt nur wissen, wie man fährt. Und bremst und so alles. 1,45 müssen wir schlagen. Ist ja machbar, ne? Also wenn ich ehrlich bin, Funk ist jetzt nicht so meins. Also neben den drei Songarten oder Musikarten, wie auch immer man das jetzt nennt, gibt es halt auch noch die eigene Musik. Ob ich die halt benutzen soll in den weiteren Parts, ist euch überlassen. So, aber ich denke, das müssten wir ganz locker hinkriegen. Sagt er und ist von der Linie abgekommen. Sechs Sekunden. Oh Gott, beweg deinen Arsch, Alter. Wir müssen auf mindestens maximal auf 39 Sekunden landen. Oh mein Gott, fahr! Oh mein Gott, fahr! Oh mein Gott, Bitch! 94%. Alright, you shattered that record. Yep, wir haben den Rekord. Car collected. Track collected. Digga. Challenge unlocked. Oh, that's pain in the ass. Ich erinnere mich an diese scheiß Challenge. Auch schwer ist es auch abartig. Da darfst du kein Hütchen übersehen. Ach Gott. Challenge unlocked. Taurus Stalker Class C at C. C, du blöder Nuttensohn, ey. Driver Rating Upgraded. Das klingt so geil. Semi-Profi. Welcher Status wir sind, das kann man bei Duay da unten links sehen. Moment. Ladescreens sind noch nicht lang, die brauche ich gar nicht rausschneiden. Da. Jetzt sind wir Semi-Profi zu 6%. Movie Stars. Jetzt kommt etwas Neues, und zwar eine Sekundenjagd. Hatten wir die schon? Living Legends. Nö. Movie Stars. So, also, der 76er Gran Torino. Rennstrecke ist Ocean Drive, wie immer. Also die zweite. Challenge selected. So,
Sekundenjagd. Sammeln Sie die Zeitboni ein, um Ihre Rundenzeit zu verkürzen. Können Sie genug Boni sammeln, um Ihre Rundenbestzeit unter das Limit zu bekommen? Let's race. Bestimmt, Mann. Mit meinem Skill. Okay, ich übertreibe. Trotz der Stimme ist die Musik immer noch lauter. LOL. Ja, ist eigentlich machbar. Wie gesagt, man muss auch mit den Bremsen arbeiten. Und sein gesamtes Fahrkönnen unter Beweis stellen. Das Geilste ist, bei der PC-Version hört man das doch deutlicher, wie man die ganzen Dinge einsammelt. Ich finde das Spiel so geil. Das finden bestimmt nicht alle. Aber das ist ein Spiel aus meiner Kindheit, Bitch. Oh Gott. Bisher haben wir alle. Wow. Na, jetzt haben wir einen verpasst, aber ich bin aus der Kontrolle geraten. Ah, hat die Kontrolle verloren, so ist das. Ja, ich aus der Kontrolle, ne, am Arsch. Nur ins Platoon! Splatoon. Boah Gott, jetzt haben wir schon mehr übersehen. Aber die machen eh nur eine Sekunde, also von daher ist es gar nicht so relevant, wenn wir ein paar übersehen. Müssen wir langsamer werden? Scheiße, Mann! Also falls ihr es nicht seht, da oben ist eine Zielzeit. Und wir müssen... Oh, wir sind gerade über der Zeit. Können wir das überhaupt noch knacken? Versuchen wir es halt mal. Das wird, glaube ich, nichts. Garantiert nichts. Nee, spätestens jetzt nicht. Nee. Das können wir also neu starten. Shit. Also ich mache 3 Versuche immer. Das ist Haus, das weiß ich. Collect the time bonus system to bring the time down. Das kenne ich. Anscheinend dürfen wir nicht so häufig bremsen oder so. Ich weiß es gar nicht. So. Nein, Mann, hör auf, ins Rutschen zu kommen. Der Wagen hat schon eine härtere Steuerung, also eine Lenkung halt. Perverse haben jetzt noch was anderes gedacht. Nun ja. Aber wie gesagt, das ist nicht schwer, man muss nur damit mit Gefühl fahren. Halt nur ein Gefühl für den Wagen bekommen. Wir sind besser dran auf jeden Fall. Boah, the music is great. Nein, 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 nein! Leck mich am Arsch! Fahr mal an! Wir sind aber besser, komm, das müssen wir schaffen. Ey Mann, ich sehe die Scheiße ja auch nicht wegen der blöden Ans. Können wir das überhaupt noch packen? Versuchen kann man es ja. Letzter Versuch auf schwer, dann mache ich es auf mittel. Und darf die Scheiße dann auch meiner dummen Sammlung hinzufügen. Als Seerennen, die ich dann in einem Part machen muss. Aber ich werde es auf jeden Fall so machen, dass ich immer den finalen Versuch reinschneiden werde. Wenn ich den aber... Ne, das zählt nicht. Das zählt nicht. Das zählt gar nicht. Collect deine Mutter to bring your sex down. Halt die Klappe, ja? Part 2 und schon fuckt mich die Stimme ab, ja klar. Nun gut, Konzentration jetzt.
Konzentration. Gas, Mann. Ich will das hier gewinnen. Und zwar hier und jetzt. Auf schwerem Bambado. Da-da-da-da-da-da-bam-bum. Du darfst halt wirklich keinen Fehler machen auf schwer, ne? So wie diesen blöden Fehler. Aber wir haben es noch korrigieren können. Sagte er, ne? I'm so stupid. Na gut, wir haben nur, glaube ich, nur einen verpasst. Das heißt, da werde ich nicht durchklagen müssen. Hier muss ich langsamer fahren. Gut, perfekt. Das muss das werden. Den übersehe ich immer, ne? Fuck. War das jetzt verheerend für uns? Fick doch deine Mutter, Mann! Am Ende mache ich so dumme Fehler! So dumm! Part 2 und schon geht's mit Rages los, ne? Ich darf also dieses scheiß Rennen... Fix das, verstanden? Race. Halt die Klappe, ja? Oh! Das ist fucked up. That's fucked up. Okay. Heißt, jetzt muss ich mich nicht mehr... Ja, jetzt hat man auch 46. Das sind ganze 8 Sekunden. Wetten, jetzt collecte ich alle. Lol. Oh fuck, Digga. Okay, wir konnten es korrigieren. Ich brauche einfach nur Chillmusik, ne? Dass ich da welche übersehe, war klar. Aber bei 2 Stück, wenn es dabei bleibt, ne? Aber hier mache ich den Fehler, dass ich den einen nicht sehe. Welcher ist das überhaupt? Dieser hier, ne? Ja, der. Ich habe die Richtzeit geschlagen, die auf schwer war. Ich brauche ein Getränk. Moment. Was haben wir denn heute hier? Eistee von Pfanner. Waldbeeren. Placement für diesen Part abgehakt. So. So, zurück zum Thema. Leck mich am Sack. Ich habe Orgasmus. Sekundenjagd. Das fuckt doch einfach ab, Mann. Du machst es auf schwer? Check, kannst das nicht. Machst auf mittel, du schlägst die Richtzeit. Willst du mich verarschen? Mann, Digga. Ich habe jetzt so 3 Wagen, die ich auf schwer machen darf demnächst. Okay, weiter geht's. Unser erstes Standardrennen. Der 71er Mustang Mach 1. Ne, Mach 3. So, Strecke Route 50 oder Route 550. Keine Ahnung, scheißegal. Renntyp Standardrennen. Ein pures Rennen zwischen Ihnen und Ihren Gegnern. Schlagen Sie sie alle, um zu gewinnen. Hier ist das Thema. Ich bin nicht ganz sicher.
Ich habe das damals, ich habe das auch schnell gelöst. Ist keine Frage. Aber ist das machbar? Fragezeichen. Ein Versuch, diesmal aber nur einen. Let's race. Einen einzigen Try. Der Part ist ja schon 15 Minuten lang. Holy shit! Race time. I like this bitch. Oh, das ist der Motor erst. Digga. Der pusht, bitch. Oh Gott, jetzt erinnere ich mich gerade was. Damals hatte ich ja auf meinem alten Windows XP als Kind dieses Spiel auch. Und irgendwann mal, keine Ahnung, was, vielleicht habe ich da irgendwelche Plugins verändert, lief das Spiel nicht mehr hundertprozentig einwandfrei. Zum Beispiel, wenn ich hinter Fahrern gefahren bin oder hinter Autos, die gerade Staub aufwedeln oder aufschleuern, hat das Spiel gelaggt. Das gleiche war auch bei anderen Strecken oder das Menü war total verbuggt. Das war bei der Ford Collection größtenteils. Das war damals echt eine Katastrophe. So, dich überhole ich eben mal eben geschwind. Wie dumm sind die eigentlich, Digga? Ist doch einfacher als ich dachte. Shit, shit, raus da, du Muschi! Denk nicht so zweideutig, Muschi kann auch Katze heißen. Klingt komisch, ist aber so. Komm, ich muss dich als Bumper nutzen. Sehr gut. Nice. Ich hab gerade einmal auf B gedrückt, weil ich dachte, ich kann Emotionen anschalten. I'm stupid. Doch, man muss stets aufpassen. Die können einen auch überholen. Alter. Aber ich bin nah dran, ziemlich geil. Du sollst nicht driften, du Sau. Driften kannst du mal einen anderen Mal machen. Das brauche ich jetzt nicht. Fuck, er ist hinter uns. Er ist hinter uns. Dich lasse ich nicht vorbei. Oder doch? Hey, die machen Sandwich. Betrug! Oh, dieser scheiß Felix hat mich angerufen, Digga. Willst du mich verarschen? Ich sag denen einfach tausendmal, die sollen mich nicht anrufen, wenn ich nichts sage. Die machen es trotzdem. So blöd muss man auch erstmal sein, ne? Ich darf es denen jedes Mal aufs Neue erklären. Das regt auf. Sorry, aber es ist leider so. Lass ihn nicht gehen, lass ihn nicht gehen. Alter, wie kriege ich denn die anderen beiden? Jetzt weiß ich auch gar nicht, wie lang der Part ist, ey. Oh, vielen Dank, ey. Komm schon, ich muss die einholen. Oh, diese zwei Penner. Wo ist denn der andere überhaupt? 1, 2, 3, 4, 5. Ach, da hinten ist der eine. Du blöde Fotze, hör auf mich zu pushen. Dadurch, dass mich dieser scheiß Wichser pusht, verliere ich leicht die Kontrolle über meinen Wagen. Wo liegt mein Controller? Wo liegen meine Nerven? Nicht aufzufinden. Schade. Kann ich das Rennen überhaupt noch schaffen? Das ist eine Frage. Nee. Das Rennen füge ich also hinzu, zu den Rennen, die ich noch machen darf. Yeah, it's a new record.
Halt doch die Klappe, ich habe das Rennen aufgegeben. Wie kann man da noch einen neuen Rekord schaffen? Das fuckt so extrem ab, ey. Move challenge selected. Let's race. Race time. Oh Gott. Boah, diese anderen Musikdinger fucken mich ja jetzt schon ab. Mann, ey. Zur Seite, Bitch. Die uns die Wagen zu drehen, ist by the way übelst unmöglich. Ah, okay, hier kann man Zeit sparen, indem man hier nach außen fährt. Gut zu wissen. Oh, Digga, pass doch mal. Wie fährt denn der? Ja, selbst auf Mittel ist es knapp möglich. Also. Wir hätten es aber fast geschafft, ne? Aber dann dreht. Rutsche ich weg, dabei drücke ich den verfickten Trigger, den Analogstick, mit voller Kraft nach links. Wie kann es da sein, dass es da nicht geht? Also ich manchmal werde ich auch vom Leben persönlich verarscht. Kotzt mich echt an, ey. Na gut, aber ich denke auch, eine Sache werde ich noch schaffen, insofern es sozial ist. Ist vielleicht langweilig zum Zusehen, ich weiß. Weil man hat es ja schon oft schwer gesehen, aber ja. Sorry. Dieselbe Stelle, ne? Egal, wir haben es gewonnen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Digga, dreh durch! Hinter uns ist einer, wenn der überholt, ne? Dann beiß ich ein Stück von dem Controller ab, ne? Sag mal, ist das die einzige Musik, die es auf Haus gibt, oder was? So.
Challenge unlocked. Nein, wir können es entscheiden. Es sind zwei, wie heißt das noch? Offroad, genau. Ja, nehmen wir den einfach mal erstmal. Bei den Offroads kommen wir eh erst später an. Ich denke mal so in zwei, drei Parts oder so. Bis dann haben wir auch die Foot Challenge freigeschaltet. So. Zum Abschluss wollen wir noch Movie Stars. Den 73 Mustang Mach 1. Also der ist von 71 auf den 73. Sekundenjagd. Let's race. Ein Versuch auf schwer, wenn der nicht klappt, dann auf mittel. Oh, der ist noch geiler. Wegen den Rallye-Streifen. Aber die Strecke ist machbar. Wage ich zu behaupten. Ich meine, auf der Strecke sind wir im ersten Part Ideallinie gefahren, auch auf schwer. Wie schwer wird da wohl Sekundenjagd sein? Bei Sekundenjagd ist auch immer das Problem, ne? Wenn du einfach passt, weißt, könntest du denen den Arsch beißen dafür. Gut abgebremst. Wage ich zu behaupten. Vom Gas gegangen. Komm schon, du kannst das, ich weiß es einfach. Boah, ab hier siehst du nichts mehr. Wie unfair. Okay, aber da ist der nächste. Nicht die Kontrolle verlieren. Nicht die Kontrolle verlieren. Scheiß Nacken juckt. Okay, das ist unmöglich einzusammeln. Da muss der driften wie so ein Blöder. Driften kann man hier, by the way, ganz locker. Oh nein, ich hab zu viele verpasst. Indem du einfach auf B gedrückt hältst für Handbremse. Aber das wäre ein bisschen gefährlich. Machbar, komm! Nein, verpasst! Beweg deinen Arsch, Digga, beweg deinen Arsch! First try, was sagt ihr dazu? That's right, motherfucker! Oh mein Gott, wir haben 6 Stück verpasst, das wäre eigentlich locker unser Ende gewesen. That's a high score. I know. Car collected. Jesus Christus. By the way, diese Mach 1, meint ihr? Dieser hier, der 71er Mustang Mach 1, das war damals als Kind die erste Challenge, die ich auf schwer geschafft habe. Glaubt ihr mir nicht? Ist aber so. Dennoch, ich würde mal sagen, Leute, falls euch dieser Part von Let's Play Ford Racing 2 gefallen hat, würde ich mich selber einen Daumen hoch und eine positive Bewertung wünschen. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das wie immer kostenlos tun. Verbesserungsvorschläge, Wunschprojekte und andere Sachen in die Kommentare. Und im nächsten Part geht's weiter mit Let's Play Ford Racing 2. Dranbleiben! Es bleibt eigentlich nicht spannend, aber es ist ein Rennspiel. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.